Ich möchte nur zeigen, wie man ein Koordinatensystem in Draw erstellt. Dazu aktiviere ich das Raster und zeichne eine Linie von einem halben Zentimeter und dann hier noch eine zweite Linie und dann füge ich hier einmal ein Textfeld hinzu. Da schreibe ich erstmal die 0 rein. Das Ganze mache ich dann auf 6, Größe 6. Und na, 10 oder 8 geht auch. Und dann platziere ich das mittig. Dann fange ich mit meiner ersten Achse an. Das Ganze hier gruppiere ich einmal und nehme hier die Beschriftung raus. Doch nicht so gut, ich lasse sie drin, dann kann ich das abändern. Das mache ich später einmal 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das Gesamte ziehe ich jetzt ein bisschen weiter runter. Und dann kann ich hier einmal noch mit einem Pfeil die Richtung markieren und dann hier die Richtung noch kurz fortführen. Und dann kann ich hier auch schon beschriften. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Und für die andere Achse mache ich das genauso. Allerdings die 0, die lasse ich da. Und zeichne jetzt erstmal nur zwei Striche hier längs. Und dann ist es vielleicht noch angebracht, die 0 ein bisschen zu verschieben. Das kann ich später noch machen. Und hier füge ich dann einmal auch wieder etwas hinzu und ein Textfeld. Da kommt dann die 1 rein, Schriftgröße 8 hatte ich das und da markiere ich das dann rechtsbündig und dann von der Ausrichtung mittig. Dann kann ich das noch anpassen und hier genau platzieren. Und das Ganze gruppiere ich dann. So, Strich nehme ich mal weg, sonst ist der mitgruppiert. Und dann kann ich das schon, den brauche ich hier auch nicht, ups. Dann kann ich schon auch hier vervielfältigen. Der STRG-Taste. Und nach unten hin das genauso machen.
hier einmal mit Pfeil ergänzen. Und dann hier dann entsprechend beschriften. Das Ganze gruppiere ich jetzt. Und jetzt kann ich das auch mit Karo-Kästchen unterlegen. Das heißt, hier fange ich an. Und dann ergänze ich hier die Karo-Kästchen. Habe ich meine erste Reihe fertig. Auch die gruppiere ich. Und ziehe das dann einmal nach unten bis hier unten. Für die Zeit lege ich einmal kurz das Koordinatensystem zur Seite. Auch hier gruppiere ich jetzt. Die Farbe ändere ich auch nochmal auf ein Grau. Und jetzt lege ich das in den Hintergrund, damit ich mein Koordinatensystem dort oben drauflegen kann. Mit den Cursor-Tasten eventuell noch ein bisschen verschieben. Und dann habe ich mein Koordinatensystem fertig. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.